Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 79 Traumdeutung. 10 Minuten später betrat Hermine mit selbstsicherem Schritt erneut die Bibliothek, um vor dem leeren Pult zu warten. Sie vernahm eilige Schritte, die von Madame Pince herrühren mussten. Da kam sie auch schon mit ihrem strengen, hochgesteckten Haar. Die tief ins Gesicht gegrabenen Sorgenfalten waren mit den Jahren noch ausgeprägter geworden. Mit zusammengekniffenen, dünnen Lippen begab sie sich hinter ihr Pult und hielt die Hand ausgestreckt. Sogleich überreichte Hermine ihr das Schreiben von Professor Snape. Madame Pince richtete ihre Brille, während sie bereits die Bestätigung las. »So, so, Miss Granger. Eine private Schülerin sind Sie, ja? Nun, das ist selten in Hogwarts, aber nicht ungewöhnlich. Professor Sprout hatte vor 3 Jahrzehnten auch mal einen Schüler aufgenommen. Gut, dann werde ich Ihnen noch einmal die Bibliotheksregeln nennen«, sagte Madame Pince mit strenger Miene. »Ach, bitte entschuldigen Sie, aber ich kenne die Regeln noch sehr gut. Habe sie immerhin 7 Jahre lang eingehalten, oder?« entgegnete Hermine mit einem zuversichtlichen Lächeln, auch wenn ihr nicht danach war. Madame Pince konnte eine echte Nervensäge sein. Mit hochgezogenen Augenbrauen, was ihr einen seltsamen, gestrafften Gesichtsausdruck verlieh, musterte die Bibliothekarin die junge Frau vor sich, bevor sie sagte: »Nun gut, ich habe sie noch als unauffällige Schülerin im Gedächtnis. Außerdem sind sie ja heute neben mir die einzige hier. Ich werde schon sehen, ob sie sich anständig aufführen. Die Bibliothek steht ihnen zur Verfügung.« Madame Pince gab ihr die Bestätigung zurück, sodass Hermine sich auf den Weg zu ihrem Stammplatz machen konnte. Durch die Gänge schlendernd ließ Hermine alle Bücher, die sie damals im Fach Wahrsagen von Trelawney in Bezug auf Traumdeutung durchgehen musste, außen vor. Was sie suchte, waren Bände, die sich mit Psychologie beschäftigten und deren Bestandteil die psychoanalytische Traumdeutung war. Die Wissenschaftler in der Muggelwelt waren sich zwar selbst uneins über die wissenschaftliche Traumdeutung, die Sigmund Freud entwickelt hatte, aber ganz falsch konnte es auch nicht sein, dachte Hermine. Selbst wenn sie den Traum von Snape nicht 100%ig korrekt deuten könnte, würde sie doch zumindest einige Anhaltspunkte über seinen seelischen Zustand erhalten. »Oneirologie, hab ich dich«, sagte sie, als sie das Buch ergriff, welches ihr schon einige Male ins Auge gefallen war, denn es stand recht nah an dem Buch »Die Seelen der Farben«, welches sie sich heute noch ausleihen wollte. Am Fenster sitzend las sie zunächst den Traum von Snape und das gleich 2-mal. Durch die anderen Bücher wusste sie schon, dass die Farbe Weiß nur gut sein konnte, doch das Buch Oneirologie bestätigte ihr das noch einmal. Sie las die ersten Sätze laut, aber plötzlich erinnerte sie sich daran, dass Snape die letzten Male heimlich gelauscht hatte, was ihr zunächst eine Gänsehaut über den Rücken laufen ließ. Ein plötzliches Prickeln in der Magengegend nötigte sie, nun in Gedanken zu lesen. »Weiß steht übergeordnet für Unschuld, aber auch für die Verarmung des Gefühlslebens. Diese Farbe symbolisiert Macht und die Spiegelung des Absoluten. Möglicherweise will Ihnen das betreffende Traumbild zeigen, dass es etwas zu bereinigen gibt.« Hermine notierte sich alles, was über die Farbe Weiß in dem Buch stand. Denn das war die Farbe des Raumes gewesen, in welchem Snape sich im Traum wiedergefunden hatte, nachdem er appariert war.
Jetzt musste sie sein dazugehöriges Gefühl nachschlagen, denn er fand es dort behaglich und es war angenehm warm. Wärme. Sie symbolisiert Anteilnahme und Zuneigung, Herzlichkeit und Leidenschaft. Hermine stutzte, denn Leidenschaft oder Herzlichkeit waren keine Worte, die sie jemals in einem Satz mit Professor Snape erwähnen würde. Madame Pince kam den Gang hinunter, auf Hermine zu und blickte sie streng an, während sie an ihr vorbeiging. Es war nicht zu übersehen, dass die Bibliothekarin ein Auge auf die einzige Schülerin geworfen hatte, die sich hier aufhielt. Die Frau war ihr nach einer halben Stunde unangenehmer als ein unsichtbarer Snape, der hinter ihr stehen würde, denn der hatte sie zumindest nicht bei ihrer Recherche abgelenkt. Sie würde Snape auf jeden Fall noch einmal fragen wollen, warum er das getan hatte. Warum er sich auf diese hinterlistige Art genähert hatte. Aber zuerst wollte sie den Traum fertig deuten. Eine goldene Sonne, las Hermine auf Snapes Pergament, bevor sie das Buch unter S aufschlug und nach Sonne suchte. Sie fand verschiedene Vorschläge, wie beispielsweise eine aufgehende Sonne, eine rote oder eine erloschene. Ist die Sonne jedoch golden und schön, dann darf man von einem glückverheißenden Traum ausgehen, denn er verkündet Würden und Reichtum, aber auch Ehrenzeichen. Doch die positivste Deutung weist auf eine glückliche Ehe hin. Las Hermine still und stutzte noch einmal. In Gedanken verkuppelte sie Snape mit Madame Pince und kam zu der erschreckenden Erkenntnis, dass deren Kinder allesamt grantige, strenge, ernste und sarkastische Monster werden würden. Snape und heiraten? Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Die Symbole und ihre Bedeutung wurden aber noch viel besser. Während grüne Reben an sich lediglich Erfolge symbolisierten, verspricht das Schneiden dergleichen Familienglück. Doch Snape hatte sie im Traum nicht geschnitten. Harrys Stimme hatte ihm lediglich den Hinweis gegeben, es wäre an der Zeit, die Reben zu schneiden. Sie seufzte. Wenn sie nachher alle Symboliken der verschiedenen Objekte und Erscheinungen erst einmal zusammengesucht hatte, würde der schwierige Teil der Traumdeutung beginnen. Das Zusammensetzen der gedeuteten Symbole zueinander in Bezug auf die Lebenssituation des Träumers. Sie müsste noch herausbekommen, was Harrys Erscheinungsbild in Snapes Traum bedeutete, bevor sie genauer sagen konnte, was Harrys Stimme, die ja zudem von der goldenen Sonne zu kommen schien, für eine Relevanz hätte. Hätte ich jetzt nur ein Eis, wünschte sie sich, denn damit würde sie zügiger vorankommen. Doch Madame Pince würde ihr mit Sicherheit ein lebenslanges Verbot für die Nutzung der Bibliothek erteilen, würde man sie hier beim Essen erwischen. Also weiter mit den Symbolen, dachte sie, während sie bei dem Wort Tor nachschaute, denn Snape war durch eines gegangen, bevor er auf Harry getroffen war. Jede Kleinigkeit, die Snape aufgeschrieben hatte, könnte wichtige Hinweise liefern und die Traumdeutung am Ende wesentlich runder machen. Unter Tor standen verschiedene Dinge, sodass sie die ganzen Aufzählungen zunächst überflog und in Gedanken mitlas. Verschlossenes Tor, rostiges Tor, eines aus Eisen oder Holz, eines selbst verschließen. Ha, hier haben wir es. Durch ein offenstehendes Hindurchgehen weist darauf hin, dass sie freundliche Aufnahme bei einem Menschen finden. Sie notierte sich wieder alles, bevor sie nochmals in Snapes Traum las, denn sie wollte mit der Reihenfolge der aufgetauchten Gegenstände nicht durcheinander kommen. Das nächste Ereignis in Snapes Traum war der grüßende Händedruck von Harry, was sich symbolisch natürlich auf zwischenmenschliche Kontakte bezog und für großes Vertrauen und Treue stand. Snape vertraute also Harry, oder dachte Snape, dass Harry ihm vertraute? Weil er es ja war, der Snapes Hand ergriffen hatte. Hermine war verwirrt und verstand zum ersten Mal, warum die wissenschaftliche Traumdeutung sehr umstritten war. In Snapes Pergament
kam jetzt der Moment, in welchem er auf die Perlen aufmerksam geworden war, die in den Thron, auf dem Harry saß, eingearbeitet waren. Wenn jemand anderes als man selbst auf einem Thron sitzen würde, bedeutete dies, durch die Güte und das Wohlwollen anderer zu Wohlstand zu kommen. Die Perle an sich symbolisierte Keuschheit oder Reinheit. Hermine schnaufte amüsiert. Keuschheit mit Harry in Verbindung bringen? Sicherlich war er kein Schürzenjäger wie sein Patenonkel. Und Harry hatte eine sehr lange Zeit auf Ginny warten müssen. Aber keusch? Obwohl, dachte Hermine. War denn jemals etwas mit Cho, was über einen Kuss hinausgegangen war? Und bevor sich Harry und Ginny schweren Herzens trennen mussten, hatten sie nicht zumindest einmal... Harry hatte schon vor der Trennung für sich selbst kaum Zeit gehabt, aber nach der Trennung und nach dem Schulabschluss noch viel weniger. Unter anderem wegen seiner ganzen Trainingsstunden mit Kingsley, Alistair, Minerva und Flitwick. War Harry etwa doch... Hermine schüttelte ihren Kopf, um wieder mit der Traumdeutung fortzufahren. Eine zähe und raue Haut. Snape hatte die Haut seiner rechten Hand als rau bezeichnet, symbolisierte das dicke Fell, welches man sich zugelegt hatte, und Harry hatte dieses abgestreift. Jetzt wird es interessant, dachte Hermine. Mit weit aufgerissenen Augen las sie... Das abgestreifte Haut, ähnlich einer Schlangenhaut, den Träumer dazu aufforderte, sorgenfrei von der belastenden Vergangenheit einen Neuanfang zu wagen. Bingo! Sagte Hermine laut und hörte gleich darauf Madame Pince etwas aufgeregt in der Ecke Ruhe! Rufen. Zicke! Dachte Hermine genervt. Gleich darauf wollte Snape fliehen. Doch ein Einhorn hatte ihm den Weg versperrt. Fluchtträume hatte Hermine selbst schon häufig gehabt, besonders kurz vor der Trennung mit Ron, was lediglich bedeutete, dass man auch im realen Leben vor einer Entscheidung fliehen wollte. Ein Einhorn, welches laut volkstümlicher Überlieferung seine Wildheit im Schoße einer Jungfrau verlieren würde, symbolisierte daher in einem Traum Unschuld und Reinheit. Zudem war bedingungslose Liebe die übergeordnete Symbolik eines Einhorns in einem Traum. Worüber Hermine überhaupt keine Informationen fand, waren Begriffe wie Zauberstab oder dunkles Mal. Wie auch, denn das Buch war ja ein Muggelbuch. Begriffe wie Zauberer oder Hexe hatten in den Träumen von Muggeln natürlich eine völlig andere Bedeutung als in denen von Zauberern und Hexen. Das war auch der Grund, warum sie den Anfang nicht deuten konnte, als Snapes dunkles Mal gebrannt hatte. Das Ende von Snapes Traum an sich war ja auch schon unbefriedigend, aber jetzt nicht einmal eine Bedeutung der Symbole zu finden, war noch unbefriedigender. Was würde wohl geschehen, wenn Harry mit seinem Zauberstab das dunkle Mal auf dem Arm eines Todessers berühren würde? Fragte sich Hermine still. Dürfte man das ausprobieren oder wäre es ein viel zu gefährliches Unterfangen? Wie Hermine es sich gedacht hatte, stellten sich ihre eigenen Fragen, die sie auf seine Forderung hin nicht mit ihm diskutieren durfte, aber sie benötigte dringend Antworten. Zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, was Snape in Harry sah. Sah er ihn als Freund? Oder hatte er vielleicht sogar Angst vor ihm? Natürlich könnte sie zig verschiedene Variationen des Traumes schriftlich erstellen, nur um Snape nicht fragen zu müssen. Aber diese Mühe wollte sie sich nicht machen, weswegen sie nach ihrer Recherche erst einmal ihre Sachen zusammenpackte. Mit dem Buch Oneirologie und die Seelen der Farben unterm Arm ging sie an das Pult von Madame Pince und sie wartete, bis die Bibliothekarin sich ihr erneut näherte. »Die beiden Bücher möchte ich gerne ausleihen«, sagte Hermine mit einem zuckersüßen Lächeln, um Madame Pince prophylaktisch milde zu stimmen, und tatsächlich bekam sie beide Bücher ohne Murren. Severus saß in seinem Büro
und machte nichts anderes, als gedankenverloren in die Gegend zu starren und sich zu fragen, ob es nicht ein Fehler gewesen war, Miss Granger seinen Traum anzuvertrauen. Was würde sie danach wohl von ihm denken? Oder noch schlimmer, was würde bei der Deutung herauskommen? Zum Glück hatte sie bereits unterschrieben und der Vertrag war für 3 Jahre gültig. Die nächsten 3 Jahre wäre er nicht allein. Als es klopfte, hörte er es erst nicht. Doch das zweite Klopfen war bereits lauter, sodass er »Herein«, rief. Miss Granger trat ein und legte 2 schwer aussehende Bücher auf einem kleinen Beistelltisch ab, der unter der enormen Last bereits unheilvoll knarrte. »Professor Snape, ich muss zumindest eine Sache mit Ihnen klären«, sagte sie bestimmend. »Miss Granger, wenn es um die Pergamente gehen sollte, ich habe ihn ausdrücklich...« Sie besaß die Frechheit, ihn zu unterbrechen, und erklärte: »Wenn ich diese eine Sache nicht von Ihnen weiß, Professor, dann gibt es unzählige Deutungsmöglichkeiten und ich werde keine 20 Interpretationsmöglichkeiten niederschreiben, nur weil Sie sich sträuben, mir eine Antwort zu geben.« Sie klang sehr entschlossen, dachte er, doch bevor er fragen konnte, um was es sich handelte, erklärte sie bereits: »Ich muss nur wissen, wie Sie im realen Leben Harry sehen. Ich meine, bezeichnen Sie ihn als Ihren Freund, als Feind oder vielleicht sogar nur als Dummkopf?« Sie lachte und zuckte derweil mit den Schultern, sodass die Situation für ihn nicht so belastend war, wie er befürchtet hatte. Er musste nicht lange in sich gehen, bevor er sagte: »Freund oder Vertrauter wäre die korrekte Bezeichnung. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden...« »Darf ich hier weitermachen? Ich bin auch ganz still«, sagte sie mit einem aufgesetzten Hundeblick. Plötzlich krachte es laut und sie erschrak. Der Beistelltisch war unter der Bücherlast zusammengebrochen. Mit vor Verlegenheit ganz rosigen Wangen zauberte Hermine die Bücher zu sich, bevor sie mit einem Reparo den kleinen Tisch reparierte und gleich daraufhin flüsterte: »Tut mir leid, Professor.« Er blickte sie ganz eindringlich an, sodass sie für kurze Zeit ein undefinierbares Prickeln verspürte, bevor er wortlos zu einem anderen kleinen Arbeitstisch hinüberblickte, an welchem sie Platz nehmen durfte. Sie schrieb und schrieb, und immer wieder spürte Severus den Drang, zu ihr hinüberzublicken, um vielleicht Emotionen in ihrem Gesicht ablesen zu können. Doch das Einzige, was er dort sehen konnte, war Konzentration. Sie nahm die Sache sehr ernst, obwohl es sich nur um etwas Albernes wie einen Traum handelte. Natürlich würde er ihr nicht sagen, dass er es sehr viel beruhigender fand, nach 20 Jahren mal wieder einen Traum gehabt zu haben. Vielleicht hätte er den Traum doch lieber von Sibyl deuten lassen sollen, auch wenn dabei am Ende mit höchster Wahrscheinlichkeit ein todbringender Unfall bei herauskommen würde. Das wiederum konnte nämlich Severus vorhersagen. Auf das Pergament schrieb Hermine in Schönschrift mit ihren gewundenen, bauchigen Buchstaben: »Professor Snape, Sie haben ja sehr deutlich gemacht, dass Sie über Ihren Traum oder dessen Entschlüsselung nicht reden möchten. Doch hier und da erachte ich persönliche Anmerkungen für notwendig, aber zunächst zu Ihrer Traumdeutung. Über den real wirkenden Anfang kann ich leider nichts schreiben, denn in psychologischen Büchern aus der Muggelwelt finden sich natürlich keine Einträge zu Begriffen wie dunkles Mal, Voldemort oder Todesser, weshalb ich den gesamten Anfang leider auslassen muss, weil ich nicht auf puren Verdacht hin eine Analyse starten möchte. Vorweg, der gesamte Traum zeigt Sie in einer Umgebung, die von Unschuld, Reinheit, Keuschheit, Zuneigung, Herzlichkeit und Leidenschaft eingenommen ist, was die vorherrschende Farbe weiß, Ihr Empfinden von Wärme, die Perlen, das Einhorn und Harrys Anwesenheit zeigt. Die Grundlage des Traumes ist somit eine ausgesprochen positive, die überhaupt nichts Schlimmes befürchten lässt. Die einzelnen Bedeutungen folgen noch ausführlicher. Jetzt, da Sie mir anvertraut haben, dass Sie Harry als Ihren Freund sehen, ist die Deutung des Traumes wesentlich einfacher, als ich zunächst dachte. Sieht man im Traum nämlich jemanden, den man als Freund betrachtet, dann zeigt diese Person sich genauso wie auch im realen Leben, also als Freund. Kann man den Träumer hingegen in der Realität als einsamen Menschen bezeichnen,
so offenbart das Träumen von einem Freund die Sehnsucht nach Geselligkeit. An dieser Stelle müssen Sie für sich selbst ergründen, ob Sie sich als einsamen Mensch bezeichnen möchten. Ich vermute zudem, dass die goldene Sonne am Anfang des Traumes Harry symbolisieren könnte, denn Sie, Professor, hatten auch Harrys Stimme deutlich und hallend im Raum vernommen, ohne ihn jedoch selbst gesehen zu haben. Meine Vermutung führe ich darauf zurück, dass eine goldene Sonne, die in ihrer positivsten Deutung auf eine glückliche Ehe hinweist, und zusätzlich das ist, was Harry sagte, nämlich dass es an der Zeit wäre, die Reben zu schneiden, eine ähnliche Symbolik aufweist, welche wäre, dass Harry ihnen im Traum das Familienglück allgemein nahelegt oder sie sich durch ihn dazu bewegt fühlen, es ihm gleich machen zu wollen. Anmerkung von mir: Es wäre interessant zu wissen, ob sie den Traum zu einem Zeitpunkt hatten, als sie bereits wussten, dass Harry und Ginny wieder ein Paar waren. Möglicherweise haben sie die Beziehung der beiden lediglich im Traum verarbeitet und wünschen sich bewusst oder unbewusst etwas Ähnliches oder sind sogar auf Harry neidisch. Bitte reißen Sie mir wegen meiner Anmerkung nicht den Kopf ab. Zurück zum Traum. Sie sind durch ein offenstehendes Tor geschritten, und zwar in den Raum hinein, in welchem Sie Harry das erste Mal begegnen, was bedeutet, dass Sie davon ausgehen, bei ihm eine freundliche Aufnahme zu finden, zumal Sie ihn in der Realität ja sowieso als Freund sehen. Die Begrüßung per Händedruck unterstützt meine persönliche Vermutung, dass Sie zwischenmenschliche Kontakte suchen und in dieser Hinsicht besonders in Harry großes Vertrauen setzen. Entweder sind Sie davon überzeugt, dass Harry Ihnen gegenüber Treue empfindet, oder es ist genau andersherum, im günstigsten Fall sogar beidseitig. Da Harry es ist, der auf einem Thron sitzt und nicht Sie selbst, haben Sie ihm gegenüber eine gewisse Erwartungshaltung, denn Sie erhoffen sich durch Harrys Gutmütigkeit oder Selbstlosigkeit einen Reichtum, der sich jedoch nicht nur auf finanzielle Aspekte beschränken muss. Anmerkung von mir: Dieser Reichtum umfasst meiner Meinung nach eher die Gefühlsebene wie Anerkennung, tiefe Freundschaft, Zutrauen und Zusammengehörigkeit, die Sie offenbar mit seiner Hilfe auszuweiten hoffen. Ich weiß, dass Sie es als respektlos empfinden werden, wenn ich mir erlaube, meine Betrachtungsweise kundzutun, aber Sie möchten ja nicht darüber reden, während ich im Gegenzug nicht mit meiner Meinung zurückhalten möchte. Die Perlen auf dem Thron unterstützen, wie auch schon die Farbe Weiß, das Gesamtbild des Traumes und sie untermalen die Reinheit und Keuschheit, die sie ganz offensichtlich mit Harry in Verbindung bringen. Die raue Haut auf ihrer Hand symbolisiert das sogenannte dicke Fell, welches sie sich als Spion über die Jahre hinweg nicht nur zum Schutz der eigenen Person haben aneignen müssen. Hier setzen sie erneut Hoffnung in Harry, denn er war es, der diese Haut wie Schlangenhaut abgestreift hatte. Sie versprechen sich von ihm, dass er ihnen dabei behilflich sein wird, unbelastet von ihrer unerfreulichen Vergangenheit einen Neuanfang wagen zu können. Zudem kann die Farbe Weiß auch bedeuten, dass sie selbst etwas bereinigen wollen, sie also möglicherweise selbst dazu bereit sind, einen neuen Anfang zu wagen. Als sie vor Harry fliehen wollten, im realen Leben also vor Entscheidungen oder Situationen fliehen wollen, die nur sie selbst benennen können, wurden sie von einem weiteren Symbol für Reinheit, Unschuld und bedingungsloser Liebe aufgehalten, dem Einhorn. Zum Ende hatten sie geschrieben, dass sie nach dem Erwachen Tränen gespürt haben. Bei Menschen, die im Alltag nicht befreiend weinen können, lösen sich innere Spannungen oftmals nur im Traum. Häufig verweisen Tränen, die man in einem Traum vergießt, auf Verletzungen oder sogar ein Trauma hin. Anmerkung von mir: Für mich sieht es so aus, als würden sie sich von den ganzen positiven Eigenschaften umzingelt fühlen, was sie einerseits begrüßen, sie aber andererseits auch bedrohlich finden, weil sie sich nicht dazugehörig fühlen. Des Weiteren ist es durchaus möglich, dass das Einhorn einen weiteren Menschen personifiziert, dem sie ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Eigenschaften wie Harry zuschreiben. Ich werde an dieser Stelle nicht so frech sein, zu behaupten, dass möglicherweise ich selbst dieser Mensch sein könnte, denn das müssen sie mit sich selbst ausmachen. Überlegen Sie, wer es sein könnte, Dumbledore oder vielleicht sogar Remus. Es ist Ihre Aufgabe, dem Einhorn einen Menschen aus Ihrer Umgebung zuzuordnen. So, Professor Snape, ich hoffe, ich konnte den Traum zu Ihrer Zufriedenheit deuten, auch wenn ich jetzt befürchten muss, dass Sie mich die nächsten 3 Jahre, denn der Vertrag ist ja verbindlich, eventuell wieder so behandeln werden wie früher. Das Einzige, was ich nicht deuten konnte, waren der Anfang und das Ende. Ich weiß nicht, ob es zu empfehlen wäre, das beklemmende Ende des Traumes in der Realität nachzuspielen, um zu sehen, was geschehen würde, wenn Harry ihr dunkles Mal mit seinem Stab berühren würde. Ich habe übrigens noch nie ein dunkles Mal auf dem Arm eines ehemaligen Anhängers gesehen und habe mir daher noch nie Gedanken darüber machen können, wie so ein Mal funktionieren könnte.
Daher kann ich auch keine Theorie anbieten, die erklären könnte, was Harrys Zauberstab auf einem Mal bewirken könnte. Ich hoffe, diese Deutung hat unserer zukünftigen Zusammenarbeit keinen Abbruch getan. Hochachtungsvoll, Ihre Meisterschülerin Hermine Granger. Hermine stutzte zum Schluss, denn sie wollte diese Traumdeutung keinesfalls wie einen Brief enden lassen. Aber das hatte sie eben getan. Sie hatte jedoch keine Lust, alles noch einmal abzuschreiben, sodass sie ihre zwei Seiten Pergament zusammenrollte und sich von dem kleinen Arbeitsplatz erhob. Mit wachen Augen verfolgte Severus jede Bewegung seiner Schülerin, die bis zu seinem Schreibpult herantrat und ihm die beiden ineinander gerollten Pergamente mit einem scheuen Lächeln überreichte, während sie sagte: »Ich bin fertig.« Er nahm sie entgegen und legte sie ungeöffnet auf das Pult, bevor er mit seiner Arbeit fortfuhr. Miss Granger schmulte auf die Liste, die er schrieb, sodass er sich genötigt fühlte, zu erklären: »Eine Liste mit Zutaten, die ich noch bestellen muss. Ich hinke in diesem Jahr leider etwas mit meinen Vorbereitungen hinterher. Mag daran liegen, dass ich jahrelang keinen normalen Schulbeginn mehr erlebt habe.« Sie nickte ihm zu und wartete einen Moment, bevor sie fragte: »Wollen Sie es nicht gleich lesen?« Die Feder legte er zur Seite, bevor er sie anblickte und gelangweilt die Gegenfrage stellte: »Ist es so dermaßen wichtig?« Verschämt schüttelte sie den Kopf, sodass er einmal tief Luft holte. Dann fragte sie ihn unverhofft: »Heute kommen ja die Erstklässler. Wie verbringen wir... Ich meine, was machen wir heute so?« »Sie, Miss Granger, dürfen sich bis 3:45 die Zeit vertreiben, wie Sie es für angemessen halten. Ab 16 Uhr werden wir beide in den Lehrraum gehen, um Anweisungen für heute Abend zu erhalten.« »In den Lehrerraum? Ich dachte, stotterte Hermine verdutzt. Mit ruhiger, tiefer Stimme erklärte er ihr: »Sie sind meine Meisterschülerin, Miss Granger. Demnach werden Sie auch dem Kollegium und den Schülern als solche vorgestellt. Sie werden demnächst in der großen Halle mit am Lehrertisch sitzen, um die Mahlzeiten einzunehmen. Es sei denn, Sie bevorzugen die Abgelegenheit Ihres Quartiers.« »Meines Quartiers?« fragte sie verdattert. Er verhakte seine Finger ineinander und lehnte einen Ellbogen auf das Pult ab, bevor er belustigt fragte: »War einer Ihrer Vorfahren Papagei?« Sie schürzte lediglich die Lippen, sodass er fortfuhr: »Natürlich haben Sie den Vertrag komplett gelesen, richtig? Denn dann werden Sie erfahren haben, dass es zu meinen Pflichten zählt, Ihnen eine Unterkunft, zumindest aber einen Arbeitsplatz zu stellen. Vergütung und Verköstigung natürlich mit eingeschlossen. Sie haben Räumlichkeiten in den Kerkern zugewiesen bekommen, die ich Ihnen nach der Lehrerversammlung, aber noch vor der Ankunft der Erstklässler, zeigen werde. Haben Sie noch Fragen?« Es war ihm bewusst, dass sie den Vertrag nicht aufmerksam gelesen hatte, weshalb ihn ihr entgeisterter Gesichtsausdruck amüsierte. Sie schüttelte den Kopf, sodass er sagte: »Dann haben Sie noch etwas Zeit für sich, Miss Granger.« Zu seinem Erstaunen nahm sie erneut an dem kleinen Arbeitstischlein Platz, um in dem anderen, dickeren Buch zu lesen. Anstatt ihre Freizeit mit Harry zu verbringen oder einfach spazieren zu gehen, sie konnte tun und lassen, was sie wollte, doch sie blieb freiwillig in seiner Nähe. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.